Hallo, willkommen zum Kapitel 6 Machine Learning. Wir beschäftigen uns heute mit dem nächsten großen Themengebiet im Überthema Künstliche Intelligenz, nämlich wie wir eine KI neue Modelle, neue Dinge beibringen können, also kurzum eine lernende künstliche Intelligenz bauen können. Das Kapitel 6 ist ein bisschen umfangreicher als die bisherigen Kapitel. Das besteht zum einen aus mehreren Unterkapiteln. Ich mache mir gerade mal den Laserpointer an. So, jetzt ist es zu sehen. Ich möchte zunächst einmal zu Beginn ein paar Worte dazu verlieren, was Machine Learning überhaupt ist, den Begriff des Lernens, insbesondere des maschinellen Lernens, ein bisschen schärfen und Ihnen dann grob erklären, wie dieses Themengebiet aufgebaut ist und welche Schwerpunkte es im Bereich maschinellen Lernen gibt. Eine Sonderform des maschinellen Lernens, das sind die neuronalen Netze, oder Sonderform, das stimmt nicht, das ist ein Teilgebiet des maschinellen Lernens, das sind die neuronalen Netze und die sind mittlerweile vielleicht der spannendste oder der wichtigste Anwendungsfall im Bereich maschinellen Lernen geworden und deswegen bekommen die ein eigenes Kapitel, weil die so eine große Bedeutung mittlerweile bekommen haben. Also, wir werden jetzt das Thema maschinelles Lernen machen und die neuronalen Netze dann in einem gesonderten Extra-Kapitel machen, falls sich jemand wundert, warum die jetzt hier in dem Kapitel nicht auftauchen. Maschinelles Lernen lässt sich in unterschiedliche Taxonomien fassen. Die bekannteste ist zu sagen, maschinelles Lernen besteht aus Supervised, Unsupervised und Reinforcement bzw. Semi-Supervised Learning noch als vierte Kategorie. Und das ist auch so ein bisschen, wie dieses Kapitel aufgebaut ist. Dazwischen werden wir einen kleinen Zwischenstopp machen, einmal das Kapitel 6.3. Da werden wir uns mit dem Thema Modelloptimierung, Kombination von verschiedenen Machine Learning Modellen, aber auch Selektion eines geeigneten Machine Learning Modells beschäftigen. Und zu guter Letzt, hinten raus, gibt es dann noch eben die Randthemen. Je nachdem, manche Universitäten, manche Vorlesungen nehmen die dann noch mit rein zum Thema Machine Learning. Hier Reinforcement Learning und Knowledge and Learning. Manche machen das nicht. Kapitel 6.1 bis 6.4 sind auf jeden Fall maschinelles Lernen im eigentlichen, im engen Sinne. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dass das vor allem die Kapitel sind, die dann im aktuellen Durchlauf wirklich klausurrelevant sind. Wenn Sie jetzt zurzeit in die Medien schauen, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, wenn Sie online auf irgendwelchen Newsseiten unterwegs sind oder Twitter, Facebook oder irgendwelche sozialen Medien abonniert haben, dann werden Sie eigentlich mittlerweile nicht mehr drum rumkommen, dass alle paar Wochen ein neuer spannender Anwendungsfall von KI Ihnen über den Weg läuft. Und die Anwendungsfelder von KI, die sind riesig. Ja? Es gibt immer neue Bereiche, wo KI Mehrwert schafft, immer neue Themen, die KI löst, immer neue Probleme, die bisher für Menschen zu kompliziert, zu umfangreich sind, Stichwort Proteinsynthese, die dann ja innerhalb weniger Jahre, wenn sich ein interdisziplinäres Team aus KI-Forschern dem Thema annimmt, gelöst werden können oder es zumindest sehr große Fortschritte gibt. Und ein sehr bekanntes Beispiel ist eben das Thema, die KI gegen Menschen antreten zu lassen. Und ich weiß jetzt, ob Sie es mitbekommen haben, 2017 gab es war es tatsächlich so, dass die KI in einem der bekanntesten Pokerturniere gegen Menschen angetreten ist und nicht gegen irgendwelche, sondern gegen somit die besten Pokerspieler, die es zu der Zeit gab. Es gab ein sehr hohes Preisgeld und die KI hat es tatsächlich geschafft, nicht nur die Menschen zu besiegen, das ist mittlerweile ja nicht mehr überraschend, sondern der Don Kim, einer der Poker-Experten, der daran teilgenommen hat, gesagt, sie hat uns nicht nur, also jetzt übersetze ich frei, nicht nur besiegt, sondern sie hat uns eigentlich fertig gemacht. Ja, sie hat dermaßen genial gespielt, dass man eigentlich den Eindruck hatte, dass sie cheatet. Hat sie natürlich nicht getan. Das Ganze ist im Nachhinein natürlich transparent und offengelegt worden, aber wir sehen, dass die KI mittlerweile ja eine Stufe erreicht hat, ein gottgleiches Level, dass, wenn man sie auf ein bestimmtes Problem ansetzt, Menschen eigentlich keine Aufgabe mehr hatten. Worum ging es hier? War ein Pokerspiel, wem das was sagt, Heads Up No Limit Texas Hold'em. Was wurde gemacht? Es war ein Doktorand gemeinsam mit seinem Professor,
Thomas Sandholm, Professor für Informatik, und Noam Brown, das war einer seiner Studenten, haben diese KI aufgebaut, indem sie mehrere Spiele mit der KI gespielt haben, und zwar nicht irgendwie online gegen Menschen oder so, sondern nur die KI trainiert haben, indem sie gegen sich selber spielt, und zwar über 1 Million Spiele gegen sich selbst. Und dadurch konnte die so viel Strategien und Kniffs und Möglichkeiten in ihr Modell mit aufnehmen, dass Menschen eigentlich keine Chance mehr haben. Jetzt fragen Sie sich, okay, was ist passiert? Wir haben jetzt in Kapitel 5 über diese regelbasierten Systeme gesprochen, dass man dafür Experten braucht, und jetzt kann die KI auf einmal gegen sich selber spielen. Experten sind so wichtig, Experten sind doch so toll, der Mensch ist doch so gut. Es geht doch darum, dass die KI das Wissen von dem Experten bekommt und dann anhand des Wissens Entscheidungen trifft. Ja, also ein wesentliches Thema, was passiert ist, das sehen wir hier auf der Folie. Und hier sehen Sie links den Elliot. Das ist ein circa 3 bis 6 Tonnen schwerer Computer, würde heute inflationsbereinigt ungefähr 2,2, 2,5 Millionen Euro kosten. Und als das Thema KI so losging, 50er, 60er Jahre, waren das die Supercomputer. Ja, also die haben so viel gekostet, 2,2 Millionen heute, können Sie sich vorstellen, wie viel das dann damals war, was man mit dem Geld hätte sonst so machen können, waren unglaublich schwer, waren unglaublich sperrig. Und jetzt die gleiche Stelle, gerade mal 60 Jahre später, rund, wieder sehen wir hier einen Raspberry Pi. Und das Ding, das kostet ja 5 US-Dollar, je nachdem, wo Sie es beziehen, und wiegt 9 Gramm und hat mehr Leistung als der 6 Tonnen schwere Elliot. Der 6 Tonnen schwere Elliot von damals. Ja, das möchte ich Ihnen einfach nur mal illustrieren, was hier technisch passiert ist. Und es war natürlich nicht nur technisch, dass hier auch viel passiert ist, sondern auch theoretisch. Und das ist völlig normal. Ja, also das möchte ich vielleicht kleine Anekdote kurz ein bisschen abzweigen. Also auch das Wissen, was wir jetzt hier in der Vorlesung lernen, das ist so, dass das veraltet. Das ist völlig normal. Also das heißt immer, wenn Sie was wissen, dann kann Ihnen das keiner mehr wegnehmen. Und damit haben Sie dann, das ist in Ihrem Kopf und ist sicher, und das mag vielleicht stimmen. Aber es ist schon auch so, dass Wissen, insbesondere in der Informatik, recht schnell veraltet, dass super viel passiert. Und deswegen möchte ich Sie auch nochmal motivieren, diese Vorlesung hier soll Ihnen zum einen eine Übersicht geben über die Themenbereiche der KI, aber Ihnen auch so ein bisschen Verständnis dafür vermitteln, wie schnell und wie viel passieren kann in dem Themengebiet, wie unglaublich schnelllebig auch das ist. Und wie wir hier sehen, das ist ja ein Berufsleben, wie sich ganz grundlegend das Themengebiet ändern kann. Also, das war eine der Sachen. Wir haben einmal das Thema, dass die technische Leistung in den letzten Jahrzehnten massiv gestiegen ist. Und nochmal ein neueres Thema, nämlich dass Daten generell verfügbarer werden. Und diese beiden Entwicklungen haben dazu geführt, dass es in der KI einen Trend, eine richtige Bewegung weg von den regelbasierten Systemen, die sehr schwerfällig sind, die auf Expertenwissen aufgebaut waren. Man musste da wirklich sich hinsetzen mit Fachexperten, diese Regeln entwickeln, in Interviews, die erarbeiten, dass es da den Trend weg gab hin zu probabilistischen, statistischen, datengetriebenen Modellen, wie die wir jetzt im Kontext maschinelles Lernen besprechen wollen. Ich habe Ihnen das Ganze hier nochmal, möchte ich Ihnen einfach nochmal veranschaulichen. Also wir haben jetzt in dem letzten Kapitel über so einen ganz traditionellen, klassischen KI-Ansatz gesprochen, wie man KIs gebaut hat mit Suchverfahren oder mit regelbasierten Verfahren. Ging so los. Es gab irgendein Problem, dann hat man das probiert als Suchproblem oder als Knowledge Reasoning Problem zu definieren, hat sich dann mit Experten hingesetzt, hat Regeln geschrieben, hat eine Wissensbasis aufgebaut, um das Wissen, was man für dieses Problem braucht, abbilden zu können, hat dann diese Regeln evaluiert, hat geschaut, ist die KI gut genug oder nicht. Wenn sie nicht genug war, hat man sich die Fehler angeschaut, hat geschaut, fehlt es vielleicht an irgendwelchem Wissen, muss man noch weitere Experten befragen, braucht man noch weitere Regeln, hat dann die Wissensbasis wiederum erweitert und hat das so lange gemacht, bis die KI ein vernünftiges Level hatte und man hat dann so ein System bereitgestellt.
Heutzutage, insbesondere im Kontext maschinellen Lernen, ist man davon weggekommen und hat gesagt, hey, wäre es denn nicht cool, wenn die KI selber in der Lage wäre, das hier zu tun? Also, wir können ihr vielleicht ein paar Startregeln geben oder ein Startmodell, aber kann die KI nicht selber dieses Modell kontinuierlich verbessern und probieren, anhand der Daten und Beobachtungen das Modell besser zu machen, anstatt hier diese teuren Experten zu befragen und diese komplizierten Regelsysteme zu nutzen? Und das genau ist es, worum es beim maschinellen Lernen geht. Wir wollen eine lernende künstliche Intelligenz bauen. Eine künstliche Intelligenz, die eine Vorstellung, ein Modell von der Welt hat, mit dieser Welt interagiert, also neue Daten bekommt und dann ihr Modell anhand dieser Daten kontinuierlich nachjustiert, besser macht und durch diese Daten lernt. Und wir nicht mehr diesen hohen manuellen Aufwand brauchen, um neue Regeln herzuleiten mit Experten. Und genau das hier ist es, worum es im Thema maschinellen Lernen geht. Und das war oder ist überhaupt erst möglich geworden in den letzten Jahren. Zum einen, weil Daten mittlerweile allumfassend immer mehr zur Verfügung stehen, Stichwort digitale Transformation, Digitalisierung. Und wir auch mittlerweile vernünftige Rechenmaschinen haben mittlerweile Computer auch zu preiswerten Angeboten. Also ich rede jetzt nicht über neuronale Netze, aber die sind auch über Cloud-Service mittlerweile wirklich preiswert verfügbar. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Rechenpower für die meisten Firmen und vor allem auch für die meisten Menschen erschwinglich geworden ist. Und dadurch sind wir auf einmal in der Lage, auch weg von diesem manuellen hin zu diesem automatisierten Lernen zu kommen. Das hat natürlich auch neue Anwendungsfelder eröffnet, Stichwort Data Mining. Also als das dann so ein bisschen losging mit dem maschinellen Lernen und auch etabliert war, kann man maschinelles Lernen natürlich auch für neue Cases nutzen. Also es geht dann nicht nur darum, eine KI zu bauen, die irgendwas lernt, sondern man kann mit diesen maschinellen Lernverfahren das Ganze auch umdrehen und sagen, hey KI, ich gebe dir mal einen riesen Stapel Daten. Schau doch mal, ob du in diesem Stapel Daten irgendwas spannend findest, irgendwelche spannenden Muster. Das heißt, man hat große Data Warehouses genommen, in den 90er vor allem, große Datenbestände, hat darauf Machine Learning Verfahren angewendet und hat geschaut, ob dieses Machine Learning Verfahren irgendwas Spannendes findet. Welche Features verwendet es? Gibt es irgendwelche spannenden Assoziationen? Zum Beispiel, wir haben riesigen Balk an Kundendaten bekommen, Transaktionsdaten von irgendwelchen Shops. Und dann wird geschaut, hey, finden die Machine Learning-Modelle in diesen Transaktionsdaten irgendwelche spannenden Muster zum Beispiel? Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Artikel A und Artikel B? Und das hat dann den Fachexperten, den KI-Experten wiederum geholfen, das Problem besser zu verstehen, ihren Business Case. Und haben dann gegebenenfalls nochmal hier diesen Prozess angepasst, also haben neue Modelle trainiert, haben vielleicht andere Algorithmen ausprobiert, haben Clustering verwendet anstatt Klassifikation, ja, haben vielleicht den Problemscope nochmal geändert und haben sich so sukzessive immer weiter durch die Daten gearbeitet und die KI für sie eigentlich spannende Dinge finden lassen. Da kam jetzt natürlich nicht immer was Spannendes raus, habe ich selber auch schon gemacht, Data Mining. Aber manchmal findet die KI tatsächlich Zusammenhänge und Dinge, die ein Mensch eigentlich keine Chance gehabt hätte, sie zu finden oder sie einfach nicht gefunden hat und kann dadurch den Mensch wunderbar unterstützen in der Problemfindung oder in der Verbesserung von Prozessen. Das als kleiner Exkurs, dass Machine Learning auch viele weitere Anwendungsfelder erfahren hat. So, was ist jetzt Machine Learning oder was ist Lernen? Und so die erste Definition von Lernen im Kontext KI, die kam von Herbert Simon, den haben wir schon mal kennengelernt in Kapitel 1. Das war der spannende Mann hier, der sowohl den wichtigsten Preis in der Informatik als auch in den Wirtschaftswissenschaften gewonnen hat, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften und den Turing Award. Und der hat sich sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und hat gesagt, Lernen, das ist ein Prozess, bei dem ein System, gerne auch ein künstliches System, durch Erfahrung immer weiter besser wird. Und aufbauend auf seine Arbeiten und seine Definition gab es den Herrn Mitchell, der die vielleicht bekannteste Definition von Machine Learning in seinem Lehrbuch definiert hat, die mittlerweile eigentlich Standard ist. Es ist nämlich, dass Machine Learning dann vorliegt, wenn ein Computerprogramm
anhand von Erfahrung hinsichtlich einer Aufgabe und eines Leistungsmaßes, Performance Measures, besser wird. Das heißt, worum geht's? Also es ist natürlich immer so, dass in der künstlichen Intelligenz, wie in allen Bereichen, Themen, Forschung aufeinander aufbaut und genauso auch hier. Und was er jetzt gesagt hat, ist, wir haben einen Input hier mit Groß X, das sind unsere möglichen Daten, und wir suchen jetzt eine Zielfunktion, klein f, die anhand dieser Daten uns eine Zielgröße möglichst gut vorhersagt. Und wir wollen jetzt aus allen möglichen Modellen, die wir dafür nehmen können, aus allen existierenden Hypothesen, die finden, die das am besten tut. Und um rauszufinden, ob eine besser oder schlechter ist, haben wir ein Performance-Maß und suchen uns eine Aufgabe und schauen dann an, wie diese verschiedenen Hypothesen, diese verschiedenen Algorithmen hinsichtlich dieser Aufgabe abschneiden. Genau das ist es, worum es beim maschinellen Lernen geht. Wir wollen Modelle bauen, automatisiert, die unsere Zielgröße optimal abbilden können. Ganz, ganz wichtig, ein sehr typischer Fehler hier ist, dass das Konzept der Machine Learning-Hypothese oft verwechselt wird mit der statistischen Hypothese, ja, wie Sie es in Statistik 1, 2 vielleicht mal gehört haben. Eine statistische Hypothese ist, wenn Sie probieren, oder es ist eine Erklärung von einem Zusammenhang zwischen Daten und einer Population, und die wird probabilistisch interpretiert. Bei einer Machine Learning-Hypothese ist eher ein Modell gemeint oder ein Kandidat, der diese Funktion hier annähert. Ja, also es ist nicht ganz das Gleiche, es zielt in die gleiche Richtung, aber es sind zwei verschiedene Konzepte. Und wenn Sie in der Statistik von einer Hypothese sprechen, ist das was anderes als im maschinellen Lernen. Ich finde es auch immer leichter, sich das Ganze jetzt mal, bevor wir wirklich loslegen, mal geometrisch vorzustellen, im geometrischen Raum. Und ich möchte das auch für die verschiedenen Machine Learning-Konzepte so machen, weil ich finde, diese geometrische Interpretation von maschinellen Lernen, die hilft enorm zu verstehen, was diese Algorithmen eigentlich machen, wie die einander in Bezug stehen und wodurch die sich vielleicht dann auch unterscheiden. Und die Idee ist, ich zeige Ihnen das einfach mal hier. Wir haben jetzt ein Datenset, das hat einmal ein Feature X und eine Zielgröße Y, oder wir können auch sagen, das sind zwei verschiedene Features. Und wir möchten jetzt den Zusammenhang zwischen diesen beiden Features herausfinden. Das heißt, wir wollen im Optimalfall Y vielleicht mit X vorhersagen. Aber jetzt erstmal wollen wir einen Zusammenhang finden und den möglichst gut erklären. Und da wäre ja jetzt die Idee, wir sagen, okay, wir sehen schon hier ein bisschen am Auge, das Ganze ließe sich ja theoretisch durch so eine lineare Gerade, wie sie hier eingezeichnet ist, modellieren. Das ist in der Fachsprache dann ein Regressionsproblem. Und weil wir uns die Daten sauber geplottet haben, wie im Kapitel 4 gelernt, eine explorative Datenanalyse gemacht haben, wissen wir, hey, das hier ist ein lineares Regressionsproblem, wunderbar. Wir bauen uns eine lineare Regression. Und im Schritt 3 ist dann natürlich der Plan, dass wir diese lineare Regressionsgerade, die wir uns gebaut haben, nutzen können, um neue Daten, von denen wir noch nichts wissen oder die erst später noch dazukommen oder von denen wir nur den X- und nicht den Y-Wert wissen, vorhersagen zu können. Ja, und das ist es eigentlich immer, worum es geht. Wir haben diese Daten, wir wollen die durch ein Modell beschreiben und dieses Modell nutzen, um fehlende, existierende oder neue Daten optimal vorherzusagen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Definition von Mitchell vor Augen führen, der gesagt hat, maschinelles Lernen, ist es wichtig, sich anzuschauen, ändert sich mit neuen Daten, mit Erfahrung, die Leistung des Modells, die Genauigkeit beispielsweise hinsichtlich einer Aufgabe. Und wenn wir jetzt nochmal die Pokeraufgabe von vorhin anschauen, dann wäre das, wenn wir uns jetzt die Definition von Mitchell vor Augen führen, so, dass die Aufgabe, worum es geht, das wäre das Pokerspielen oder das Pokerturnier, das Performance-Maß, also das Maß, wie gut die KI ist, da könnte man jetzt verschiedene Dinge nehmen, wie beispielsweise, wie viele Spiele die KI gewinnt oder wie viel Geld die KI gewinnt oder auch was komplett anderes. Ja, also das ist auch so immer ein bisschen die Challenge, das Herausfordernde, wenn man maschinelles Lernen in der Praxis einsetzt.
Was ist ein vernünftiges Performance-Maß? Es gibt für Regressionsalgorithmen andere Performance-Maße als für Klassifikationsalgorithmen zum Beispiel. Und auch innerhalb von Klassifikationsalgorithmen macht es nicht immer Sinn, das eine oder das andere zu nehmen. Und das ist wirklich so die Herausforderung. Bei mir zum Beispiel auf der Arbeit ist es auch immer ein bisschen so das Thema, wenn bei bestimmten Modellen zum Beispiel es um Sicherheit geht, dann kann ich dafür nicht das gleiche Performance-Maß nehmen. Also wenn es irgendein sicherheitsrelevantes Bauteil ist oder ein sicherheitsrelevantes KI-Modul, da können wir nicht hingehen als Autobauer und sagen, ja, dann nehmen wir jetzt die gleichen Performance-Maße wie zum Beispiel für ein Modell, was uns die Verkäufe vorhersagt oder so. Oder wenn wir ein Modell bauen, was irgendwie Betrug erkennt, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, sich anzuschauen, für so eine Betrugs-KI schauen wir doch mal, wie viel, in welchem Volumen, in welcher Größenordnung an Geld diese KI die betrügerischen Anträge, Meldungen, Käufe oder so findet. Ja? Also Sie müssen immer hinsichtlich der Aufgabe schauen, was ist ein geeignetes Performance-Maß. Also das ist immer so ein bisschen die Challenge, auch wenn Sie Praxisprojekte machen. Und dann Experience, was sind unsere Daten? Was ist unser X, wenn Sie sich erinnern an vorhin? Welche Daten haben wir? Wie kriegen wir die? Woher bekommen wir die? Und auf was kann die KI lernen? Hier ist auch ein häufiger Fehler, dass völlig verwechselt wird. Also Sie können zum Beispiel nicht, wenn Sie ein maschinelles Lernmodell bauen, nicht, um zum Beispiel vorhersagen zu wollen, wie viele Kunden sich jetzt ein Auto kaufen nächste Woche, dann nicht abwarten, wie viel haben tatsächlich nächste Woche gekauft und dann das KI-Modell auf diesen Daten trainieren. Ja, also es ist auch wichtig, dass Sie sauber trennen zwischen Lernen und, also Trainings- und Tester. Ja, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Also es mag für Sie jetzt hier alles ein bisschen trivial sich erstmal anhören. Task, okay, ja klar, Pokerspiel, Performance-Measure, ja, nehme ich halt, wie viele Spiele das gewonnen hat. Erfahrung, ja, das sind die vorherigen Spiele. Ich möchte Ihnen hier sagen, in der Praxis oder wenn Sie eigene Projekte machen, werden Sie feststellen, dass das nicht immer so leicht ist, hier das Passende zu finden, dass Sie hier auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben und dass es auch sehr viel Erfahrung manchmal braucht, insbesondere hier bei Performance Measure und Experience, hier das Richtige auszuwählen. Was kommt jetzt auf Sie zu in den nächsten Kapiteln? Was haben wir vor? Also generell ist es so, das ist jetzt mal eine einfache Taxonomie, dass sich maschinelles Lernen in Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning unterscheiden lässt. Das ist jetzt mal so eine ganz einfache Taxonomie. Manche sagen, es gibt auch noch Semi-Supervised und was weiß ich. Aber der kleinste gemeinsame Nenner, den Sie normalerweise in der Literatur und auch unter Fachexperten finden, ist diese Dreiteilung. Manche sagen sogar nur, es gibt Supervised und Unsupervised. Und das ist auch so ein bisschen so, wie jetzt dieses Kapitel aufgebaut ist. Das heißt, wir schauen uns Supervised-Probleme an, das heißt überwachtes Lernen auf Deutsch. Da geht es also darum, wir haben Daten und die Zielgröße ist da drin mit verortet. Das heißt, wir können Erfahrungen verwenden für unsere Modelle und kennen die richtige Antwort dafür aus der Vergangenheit. Regression bedeutet, dass wir eine kontinuierliche Zielgröße haben. Das heißt, wir wollen irgendwelche Fließkommazahlen vorhersagen, wie Einkommen oder Alter oder solche Dinge. Oder in anderer Anwendungsweise das Klassifikationsproblem, ursprünglich mal Konzeptlernen genannt, wo es darum geht, Klassen vorherzusagen. Also wir wollen Beispiel vorhersagen, ist das ein rotes oder ein grünes Auto? Ist das ein möglicher Kunde oder nicht? Ist der Kunde kreditwürdig oder nicht? Ja, also es geht, es waren jetzt alles binominale Klassen, kann natürlich auch mehr Klassen geben. Es geht darum, ein nominales Merkmal, eine Anzahl an Klassen hinsichtlich unserer Trainingsdaten vorherzusagen. Unsupervised Learning, das unüberwachte Lernen, zielt darauf ab, wir haben keine Zielgröße, wir wollen aber in unseren Daten Muster, Zusammenhänge finden. Also wir wollen beispielsweise wissen, wir haben hier einen riesen Balk an Kundendaten, was sind denn mögliche Kundengruppen, die irgendwie zusammengehören? Um dann im nächsten Schritt gemeinsam mit dem Marketing beispielsweise hinzugehen und diese Kundengruppen dann ganz gezielt durch Marketingmaßnahmen anzusprechen. Kann aber auch sehr viele andere Anwendungsfälle haben. Ja, wir haben
was weiß ich, einen bestimmten Schadensfall und wollen jetzt wissen, ist das wirklich eine gemeinsame Ursache, ist das ein Typ von Schaden oder sind das vielleicht drei, vier, fünf, sechs verschiedene Arten von Schäden, die sich alle, aber alle gleich äußern, alle gleich aussehen von außen. Dann gibt es noch das Reinforcement Learning. Beim Reinforcement Learning geht es darum, dass wir eine KI bauen wollen, die kontinuierlich lernt. Also wir wollen jetzt nicht so wie hier ein Modell bauen und damit einmal was vorhersagen, sondern wir wollen jetzt eine KI kontinuierlich besser werden lassen. Wir wollen also einen Bot bauen oder eine Poker-KI oder überhaupt, was weiß ich, ein autonomes Fahren zum Beispiel ist auch ein Beispiel für Reinforcement Learning. Es geht darum, wir haben unseren Agenten, der macht eine Handlung in der Umwelt und dann ändert sich der Zustand. Das ist das, wie wir es gelernt haben. Und was jetzt neu dazu kommt, ist hier der Reward. Jetzt ist es nämlich so, dass diese Handlung die Umwelt oder Teile der Umwelt positiv oder negativ beeinflusst hat. Also entweder hat unser autonomes Auto jemand überfahren oder nicht. Wenn es jemand überfährt, dann wäre es ein negativer Reward. Wenn es jemandem erfolgreich ausgewichen ist, dann wäre es ein positiver Reward. Ja, wir sehen jetzt wieder, wie ich es vorher gesagt habe, ist manchmal schwierig, hier ein Performance-Maß zu definieren. Aber darum geht es. Ja, also wir wollen unserem Agenten mitteilen, ob das, was er tut, gut oder schlecht ist und ihn dann kontinuierlich selber üben lassen. Darum geht es beim Reinforcement Learning. Die Übersicht, die Taxonomie, die ich Ihnen jetzt gerade gegeben habe, das ist einfach so eine gängige, die Sie drauf haben müssen. Es gibt aber auch sehr viel andere Möglichkeiten, dieses große, große Gebiet des maschinellen Lernens aufzuteilen. Manche unterscheiden zwischen Batch and Online Learning. Manche sagen, man sollte eher das Ganze zwischen Instant-Based und Model-Based Learning aufteilen. Andere, ist auch ein sehr großes Thema, sagen, wir sollten zwischen diskriminativen und generativen Modellen unterscheiden. Also zwischen Modellen, die etwas vorhersagen oder Modellen, die genutzt werden, um neue Daten zu generieren. Anwendungsfall, Sie wollen vorhersagen, ob das Auto rot oder grün ist. Und hier wollen Sie eine KI bauen, die Ihnen ganz viele rote Autos zeichnen kann. Ja, also je nachdem, was Ihr Problem ist und Ihr Task ist, müssen Sie vielleicht auch in Ihrem Inneren, in Ihrem geistigen Auge dieses Feld dann unterschiedlich nochmal sortieren für sich, was geeignet ist. Wir wollen jetzt aber mal die klassische Taxonomie verwenden und sagen, wir schauen uns diskriminative Verfahren an und insbesondere supervised und unsupervised. So, worum geht's? Unser Vorgehen ist wie folgt. Wir haben ein Problem, ein Machine Learning Problem, ein KI-Problem und wollen dann einen Agenten bauen oder auch gerne ein KI-Modul für unser Geschäftsinformationssystem. Und das soll irgendwie dieses Problem lösen. Und im besten Fall soll es auf Trainingsdaten lernen, ein Modell aufbauen und dann irgendetwas vorhersagen. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie können wir denn eigentlich wissen, wie gut unser Agent ist und woher, das ist eigentlich schon hier jetzt die Antwort drauf, so ein bisschen, wissen wir denn, was ein geeignetes Performance-Maß ist? Und jetzt mögen Sie sagen, okay, naiv, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen unsere Daten, die wir haben, und wenden dann irgendein Machine Learning-Verfahren drauf an und dann schauen wir, wird es besser oder nicht. Das Problem dabei aber ist, wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Daten zu nehmen, dann ist unser Modell vielleicht gar nicht optimal. Also wenn wir beispielsweise Daten haben vom letzten Jahr und wir wollen den Verkauf im Dezember vorhersagen und lassen unser Modell aber nur auf den Daten von Januar bis April lernen, dann fehlen uns vielleicht die Herbstdaten, die uns da irgendwie helfen können. Oder genauso umgekehrt, wenn wir die Dezemberdaten mit reinnehmen würden, dann würde unser künstliches Intelligenzmodell vielleicht dazu neigen, diese Dezemberdaten auswendig zu lernen. Das heißt, wir müssen uns hier sehr gut überlegen, wie wir, nicht nur welches Performance-Maß wir nehmen, sondern auch, wie wir prüfen, wie gut dieses Performance-Maß erfüllt wird.
Und so der erste Prozess, wie man das Ganze machen kann, wirklich mal der erste, wenn ich das immer vorstelle, melden sich gleich 10 Leute in der Vorlesung und sagen, ha, das geht doch nicht, ich habe eine viel bessere Idee und wir können das anders machen. Ich weiß, wir wollen jetzt für den Moment mal mit so einem ganz einfachen Vorgehen anfangen. Wir sagen, wir machen einen einfachen ID-Based Split. Das heißt, wir nummerieren unsere Daten durch von 1 bis n, beziehungsweise 1 bis m und splitten dann unsere Daten in zwei Hälften. Beispielsweise die IDs 1 bis 90, die werden unsere Training-Daten und die IDs 90 bis 100 werden unsere Testdaten. Und dann lassen wir auf diesen Trainingsdaten unser Machine Learning-Modell bauen. Das heißt, dieses Modell probiert zu generalisieren. Das heißt, ein generelles Muster, einen generellen Zusammenhang auf diesen Trainingsdaten zu finden. Wir bekommen dann mit Hilfe eines Machine Learning-Algorithmus, da gibt es jede Menge, die werden wir noch kennenlernen, ein Machine Learning-Modell, eine mögliche Hypothese. Und dann wenden wir dieses Modell auf den Testdaten an, also ab ID 90, die wir noch nicht verwendet haben, um unser Modell zu bauen, und schauen uns mal an, wie gut das Ganze funktioniert. Das Ganze nennt man auch ein Machine Learning Experiment. Wenn Sie sich bei Amazon einloggen, in SageMaker oder in, was weiß ich, IBM SPSS oder so, dann wird für diesen Prozess immer der Begriff Machine Learning Experiment oder generell Experiment verwendet. Es hat dieses Verfahren natürlich verschiedene Schwachstellen. Zum einen könnte es ja sein, wenn wir das nach ID splitten, klar, dass vielleicht, wenn wir uns vorstellen, wir haben so einen Autowerkstatttag und wir splitten jetzt nach ID, dann würde unser Modell nur die Kunden von morgens bis, was weiß ich, nachmittags bekommen und die Kunden, die von nachmittags bis abends noch kommen, die hätte dann unser Modell nicht, weil wir ja anhand der ID splitten. Das heißt, wir sollten uns vielleicht nochmal überlegen, ob man das irgendwie anders oder besser splitten kann. Hinzu kommt, dass sich so ein bisschen die Frage stellt, können wir das noch besser machen? Ist es wirklich der richtige Weg, das hier so in 90, 100 zu splitten oder in ein Drittel, zwei Drittel? Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, die man noch anders machen kann. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, was besser und was schlechter ist. Aber für den Moment wollen wir uns hier auf die sogenannte Holdout-Methode beschränken und dann nach und nach uns die anderen Methoden anschauen. Also das, was wir gerade gesehen haben, hier nochmal der Hinweis, es geht darum, das in Train- und Testset zu splitten. Dann trainieren wir das Modell auf den Trainingsdaten, wobei hier natürlich die Frage ist, wie splittet man die auf? Ein Drittel, zwei Drittel, ein Viertel, drei Viertel, macht man einen ID-Split oder zieht man die zufällig oder. Hinzu kommt, wenn wir ein Datenset haben, was sehr sparse ist, also wo wir von jedem Typ, den es gibt, oder jeder Klasse an Kunden beispielsweise in den Daten, ja, wenn wir davon von jedem Typ nur einen haben oder zwei, dann ist es vielleicht sehr gefährlich, hier sehr viele Trainingsdaten zu nehmen, weil wir dann in den Testdaten gar nicht mehr repräsentativ sind, was die Leistung angeht. Und umgekehrt, wenn wir dann zu viele Testdaten nehmen würden, würden wir vielleicht wichtige Klassen verlieren. Das heißt, das Splitting-Kriterium, das Aufteilen der Daten, das ist natürlich immer eine sehr große Herausforderung. Wie funktioniert das Ganze in Python? Sie müssen das nicht selber programmieren. Sehr gut. Sie können einfach den Train-Test-Splitter nehmen. Das ist eine Helper-Function in scikit-learn. Ich habe Ihnen hier den Code mit dazu gepackt und was die jetzt macht ist, sie splittet ein Datenset, hier groß X, das sind unsere Daten, hinsichtlich einer Zielgröße Y in 40-60 und zieht diese Daten zufällig. Hier können wir ein Random Seed setzen. Und dann bekommen wir einmal ein Trainingsset und einmal ein Testset. Und wenn Sie das machen wollen, ganz einfaches, straightforward Verfahren, um Ihr Machine Learning Modell zu evaluieren, um den Training in Testdaten einzuteilen, dann ist das hier mal so ein ganz einfaches, straightforward Vorgehen, mit dem Sie auf jeden Fall mal anfangen können.
Was wir jetzt aber machen wollen, ist nochmal darüber zu sprechen, was man denn sonst noch so machen kann. Ja, es gibt noch verschiedene andere Verfahren, alle haben Vor- und haben Nachteile und manchmal macht es auch Sinn, oder meistens sogar macht es Sinn, die Daten anders aufzuteilen. Das ist zum einen das Random Subsampling, die Cross-Validation oder Kreuzvalidierung, wie es auf Deutsch heißt, und man kann es hier noch mit dazu nehmen, im strengen Sinne passt vielleicht nicht 100%, ich finde aber thematisch passt hier wunderbar hin, ist das sogenannte Bootstrapping. Die große Herausforderung, die wir jetzt haben, ist die Überrepräsentanz in unserem Trainingsset zu vermeiden, damit wir nachher in unserem Testset keine Unterrepräsentanz der Zielgröße haben. Wie funktioniert das Random Subsampling? Beim Random Subsampling geht es im Grunde ähnlich wie bei, geht's, oder geht man ähnlich vor wie beim Holdout. Und die Idee ist jetzt aber, dass wir nicht nur einmal unsere Daten aufteilen in Training und Testset, sondern dass wir das Ganze im Grunde n Mal machen. Also wir legen fest, wir machen das fünfmal. Wir haben also unsere Daten, teilen die zufällig auf in ein Drittel, zwei Drittel, bauen unser Machine Learning Modell, sagen dann anhand der Testdaten und unserem Performance-Maß vorher, messen dann die Model-Performance und machen das Ganze nochmal. Bekommen dann ein anderes Trainingsset, ein anderes Testset, machen den gleichen Algorithmen mit den gleichen Algorithmus, mit den gleichen Hyperparametern und bekommen dann wieder eine neue Model-Performance. Und am Ende rechnen wir den Durchschnitt aus, wie gut war unser Algorithmus im Durchschnitt über, was weiß ich, fünf Durchläufe und können dann den Algorithmus mit den Hyperparametern beispielsweise mit einer anderen Parametrisierung vergleichen oder mit einem anderen Typ von Algorithmus sogar. Das Problem ist, oder nach wie vor, wie beim Holdout, bleiben die gleichen Probleme da mit dem Splitting und wir können nicht wirklich kontrollieren, ob wir vielleicht immer den gleichen Kunden in unsere Testdaten gesteckt haben oder die gleichen zwei Kunden, es aber vielleicht wichtig gewesen wäre, die in den Trainingsdaten zu haben. Das heißt, wir haben keine Kontrolle, dass diese beiden Sets auch möglichst gut sind hinsichtlich Generalisierung. Eine andere Art, Modelle zu bauen, die K-Fold Cross-Validation, nimmt sich genau dem an. Hier splitten wir es nicht einfach mehr dumm in ein Drittel und zwei Drittel, sondern wir teilen unser Datenset in K-Folds, in K-Teile auf und trainieren dann auf K-1, also beispielsweise auf den ersten fünf, und das hier lassen wir übrig, auf den trainieren wir und sagen dann auf dem letzten hier vorher. So. Dann machen wir einen weiteren Durchlauf, trainieren auf den ersten vier plus dem letzten und sagen dann auf dem vierten hier vorher. Dann trainieren wir ein weiteres Mal auf den ersten drei und den letzten zwei und sagen auf dem dritten hier vorher und so weiter. Das heißt, wir bekommen insgesamt k verschiedene Vorhersagen, rechnen da den Durchschnitt aus und haben dadurch sichergestellt, dass jedes Datenobjekt gleich oft für das Training wie auch im Testen berücksichtigt wurde. Das Ganze geht mit dem Cross-Validate-Helper-Befehl in Python. Estimator bedeutet, dass Sie hier Ihr Machine Learning-Modell übergeben können. XY sind die Daten, wie wir gerade besprochen haben. Neben der Cross-Validation gibt es noch die Leaf-One-Out-Cross-Validation. Die ist zumindest sagen wir Extremstform. Da geht es darum, dass wir unser Datenset einfach in zwei Datensets splitten und auf den kompletten Daten bis auf ein einziges Datenobjekt lernen und das vorhersagen. Und somit unserem Modell möglichst viele der Daten immer mitgeben und auf diesem letzten einen Datenobjekt evaluieren, ob es richtig vorhergesagt wurde oder nicht. So, was ist jetzt der Nachteil an dem Verfahren? Der eine Nachteil, das ist theoretischer Natur, das ist nämlich, dass unter bestimmten
Umständen. Also wenn Sie jetzt hier eine binominale Zielgröße haben, also zwei Klassen, die Sie vorhersagen wollen, und die möglichst, also sehr, sehr ähnlich verteilt sind, dass es dann dazu führt, dass dieses Modell zu einer falschen Fehlerquote kommt. Ja, es neigt dann dazu, die wahre Fehlerquote, die ja ungefähr dann bei 50% wäre, deutlich zu unterschätzen bzw. überschätzen. Nehmen wir mal also ein Beispiel, wir hätten wirklich ungefähr 50% Fehlerquote, dann würde das Modell als Durchschnitt auf fast oder auf 100% Fehlerquote kommen, weil wir, hätten wir jetzt 100 Datenobjekte, 49 fürs Training nehmen würden, 50 aus der anderen Klasse und dieses eine, was dann noch übrig wäre, würden wir dann falsch einschätzen, da ja das Klassifikationsmodell dazu neigen würde, bei 49 zu 50 sich für diese andere Klasse zu entscheiden und dadurch das eine Objekt zu unterschätzen. Ein weiterer Nachteil ist, dass wir dadurch, dass wir immer ein Objekt nur rauswerfen, sehr, sehr hohe Trainingsläufe haben, also sehr, sehr aufwendiges Training haben. Also bei 100 Datenobjekten geht das vielleicht noch, aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein komplexes Modell, wo Sie sehr viel ja, rechnen müssen, Stichwort neuronale Netze oder sowas. Und wenn Sie da jetzt für jedes Datenobjekt einen Durchlauf machen müssen, Sie werden nicht fertig. Ja, also der Aufwand, diese ganzen Modelle zu berechnen, der ist sehr, 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 sehr groß. Wir haben einen sehr hohen Rechenaufwand und das ist sehr, sehr teuer. Es gibt dann noch die Leave-One-Out-Cross-Validation im Scikit-Learn. Die können Sie natürlich nutzen, wenn Sie das wollen. Die heißt Leave-One-Out. Hier habe ich Ihnen mal einen Beispielcode mit dazu gepackt, wie Sie das Ganze in Python umsetzen können. Hinzu kommt noch das Bootstrapping. Das Bootstrapping kommt vor allem dann zum Einsatz. Heute ist es, gebe ich offen zu, nicht mehr so ganz von Bedeutung, weil man normalerweise nicht das Thema hat, dass man zu wenig Daten hat. Aber wenn es mal der Fall sein sollte, dass Sie wirklich sehr wenig Daten haben und Sie brauchen mehr Daten oder wollen trotzdem eine realistische Einschätzung haben, dann wenden Sie Bootstrapping an. Und die Idee ist jetzt, dass wir diese Datenobjekte hier, dass wir unsere Daten nicht einfach zuweisen, sondern dass wir unsere Datenobjekte zufällig ziehen und in eine der beiden Töpfe hier stecken. Und dadurch kann es auch sein, dass ein Datenobjekt drei, vier Mal hier in den Trainingsdaten auftaucht, also beispielsweise kopiert ist oder ein Klon von sich ist. Also wir tun praktisch so, als wäre unsere Datenquelle ein Zufallsgenerator oder ein Datengenerator, der die Verteilung unserer Daten abbildet und uns zufällig immer neue Daten sozusagen ausliefert. Das Ganze kann man dann tatsächlich auch nochmal kombinieren. Sie können auch diese verschiedenen Verfahren, die wir jetzt hier kennengelernt haben, miteinander kombinieren. Meine Empfehlung ist also als Daumenregel, dass Sie, wenn es geht und wenn es möglich ist und Sinn macht, Kreuzvalidierung anwenden sollten, weil Ihnen das eben erlaubt, ein möglichst generalisiertes Modell zu bauen und auch vernünftig einzuschätzen, wie gut Ihr Modell ist. Wenn Sie das Problem oder so rum, Kreuzvalidierung hilft Ihnen einzuschätzen, wie gut Ihr Algorithmus generalisiert. Wenn Sie aber wissen wollen oder wenn Sie ein Modell bauen wollen, das möglichst gut generalisiert, also ihm helfen wollen, möglichst allgemein zu bleiben, dann bietet sich eher Bootstrapping an. Das habe ich für Sie zu guter Letzt. Noch eine Aufgabe. Wir haben es schon mal beim Pokerspiel besprochen. Ich würde Sie jetzt bitten, die Definition von Mitchell, nämlich die Einteilung nach Task, Performance Measure und Experience, auf diese drei KI-Probleme, die Sie hier sehen, Chessboard, Handschrifterkennung und Spam-Mail-System anzuwenden und sich zu überlegen, was ist das die eigentliche Aufgabe, die die KI übernehmen soll? Wie könnte man messen, wie gut sie das tut? Und was ist unsere Experience in dem Fall? Und ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder im Kapitel 6.2.
wenn wir uns mit dem Thema überwachtes Lernen, Klassifikation, Regression beschäftigen werden. Bis dahin.